also ziemlich ruhig. Ha, blöd, aber nicht wunderbar. Und damit herzlich willkommen erstmal zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter an diesem heutigen Dienstag. Und was haben wir denn als Aufgabe überhaupt? Oh, Sammelaufträge. Ausgewählte Street Chats, okay. Na gut, gucken wir mal überhaupt auf die Karte, was wir so an Aufgaben haben wird. Bisschen Story wahrscheinlich eher, mehr oder weniger. Story machen wir nicht heute, oder? 23 müssen wir erreichen. Und hier mit Ernst bei der Sache, dann machen wir das heute. Ich hoffe, dass wir es fahren können. Ah ne, ich habe die weil ich die Autos nicht habe. Aber ich habe den Porsche. Doch, ich habe den Porsche ja noch. Alles gut. Ich habe meinen Porsche ja noch. Stimmt. Ja, alles gut. Damit müsste es eigentlich die Aufgabe. Ich denke, ich habe einen Plan. Okay. Wir müssen noch was Großes leisten für die League. Ein Zeichen setzen. Ja. Und Mercer aufhalten. Geht weiter. Wir fahren ein Rennen direkt durchs Lagerhaus. Sorgen für Wirbel, damit uns die Medien folgen. Sie sehen Mercers zwielichtigen Scheiß, stellen ihn bloß und wir sind Legenden. Ende der Geschichte. Klingt gut. Nur, wie kommt dieses Rennen zustande? Indem wir Aufmerksamkeit erregen. Rennen gewinnen. Und sein Nah machen, solange Unruhe stiften, bis uns die League zuhört. Ich bin dabei. Oh, ernsthaft, ich muss jetzt wechseln. Oh, na super. Also, nochmal wechseln. Hey, hier ist Raciel. Lass uns die Sache zu Ende bringen. Man lässt seine Klienten nicht warten. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge vielleicht. So, also nochmal Garage aussuchen, weil ich muss auf den Tag wechseln. Ja, du brauchst vielleicht nur ein bisschen Schlaf. Noch immer nichts Neues zu diesem Kopf. Ich glaube ja nicht, dass allzu viele Leute ihn vermissen werden. So, also Wagen tauschen, laufen auf den Porsche. So, dann das und dann wechseln wir rüber tagsüber. Genau, Karte. Tags haben wir ja. Tagsüber, das heißt, wir müssen gucken, wo das Rennen, wo das Ding ist. Hier unten. Das heißt, da eine Schnellreise hinsetzen. Und dann gefahren wir das Story-Ding. Ja, eigentlich wollte man Alfa Romeo ja ein bisschen fahren, aber ja, gut, durch den letzten Martin ist das natürlich jetzt ein bisschen hinfällig geworden. Schade eigentlich, ich hätte es gern gemacht, aber gut. Wir sind ja, wie die Story schon sagt, mit dem Ernst bei der Sache und fahren natürlich dieses Rennen. Los geht's. Liegt meine Mod bereit? Denk dran, um sie zu kriegen, musst du erstmal gewinnen. Jo. Mach ich. Bin's ja langsam gewohnt. Wenn du meinst. Ist das ein Offroad? Nee. Ach, das ist schon so ein Offroad-Ding.
Nee, sorry, das. Aber ist egal, können wir trotzdem irgendwie. Hoffe ich zumindest mal. Mit Rushdie! Los! Holt jetzt alles aus euch raus! Ah, scheiße. Gute Nelly. Fahr nicht so weit zurück. Ich bin direkt hinter dir. Du bist eigentlich irgendwie nur auf 5, aber gut, okay. Ja, kannst du schon fast wieder knicken. Es ist, weil, eigentlich wollte ich heute, ja, wir nehmen das Auto, wir nehmen das war unser Muscle Car. Wir fahren das Rennen heute noch, keine Sorge. Also ich fahr's jetzt noch. Ford Mustang, der Challenger. Ich weiß, dass wir knapp runter sind, aber ich habe dann zumindest mal eine Aufgabe, die Aufgabe hier. Liegt meine Mord bereit? Denk dran, um sie zu kriegen, musst du erstmal gewinnen. Mach ich, bin's ja langsam gewohnt. Wenn du meinst. So, probier das nochmal. Dann mal los. Holt jetzt alles aus euch raus. Deswegen fahre ich jetzt mit der Karre, weil da ist ein bisschen mehr. Der ist ja verbaut. Ich muss wohl ein bisschen aufholen. Solltest du, ja. Sprintrennen, okay? Mir bleibt noch jede Menge Zeit. Doch, alles gut. Ein Platz im Mittelfeld reicht nicht. Ah, da meinst du, wo du hängst? Momentan ist sie ja selber nur 5. und ich bin ja aber mittlerweile was Kilometer vom Nelly. Oh, das Rennen werde ich wohl verlieren. Das Fall habe ich. Alter, ich führe das Rennen doch an. Wenn du nicht gewinnst, dann ich. Du? Sowieso nicht, weil das Ding ist jetzt durch. Du hast es uns wieder gezeigt. Ja. Genau dafür bist du hier. Da bin ich auch ziemlich froh gerade drüber, dass wir das Ding geholt haben. Und damit ist es.
unser Teil. Das Teil wartet in der Werkstatt auf dich. Kann ich dir sonst noch irgendwie zur Hand gehen? Im Moment nicht. Ich tauche erst mal ab. Jemand sucht nach uns, also lassen wir es langsam angehen. Vorerst zumindest. Aber wir sehen uns wieder. So, mit der ganzen Sache haben wir abgeschlossen. Und ein neues Inventarobjekt, ein Aufholfahrwerk. Oh, da ist noch ein... Da ist doch eine... Ist ein Flamingo. Kann ich da jetzt runter ohne Probleme, oder? Ja. Weil ich schon mit dem Flamingo, der hier unten irgendwo sein dürfte. Ja, der sogar auf der anderen Seite ist. Oder sogar auf der Brücke? Okay. Lass mich raten, das Ding ist tatsächlich unter der Brücke. Und bei dem Regenwetter geht... Oder wo ich das... Soll das denn sein? Das wird natürlich das Flamingo sein. Okay. Das hier wahrscheinlich daneben. Ich hab's nicht so mit Decknamen. Oh. Aber such du dir ruhig einen aus. Okay. Oh, willst du wirklich keinen? Nein, echt nicht. Weißt du was? Ich mache eine Liste und schick sie dir. Nur für den Fall. Danke. Cool. Oh, keine Ahnung, wo der ist. Na gut. Was haben wir denn noch Schönes für uns? Da können wir noch nicht ran, das ist Level 30 erst. Zurück hätten wir noch einen Hafendüfter hier für uns. Wir brauchen hier ein bisschen Kohle, das heißt, wir fahren heute ein bisschen Offroad. Würde ich sagen, haben wir hier immer noch eine Strecke für uns, die... Ne, die ist noch ein bisschen was länger. Also die ist ein bisschen... Gut, dann machen wir eine schnelle Säge. Dann fahren wir heute ein bisschen Offroad, komm. Dann fahren wir jetzt nächsten Rennen, damit wir die auch mal wegarbeiten. Ach, wisst ihr was, wir machen das in der nächsten Folge, komm. Wir haben heute Story gemacht, ein bisschen, machen wir ein bisschen was kürzer. Wir machen in der nächsten Folge weiter und dann fahren wir ein bisschen Offroad, die Rennen, damit wir ein bisschen Kohle sammeln können. Bis dahin und tschüss.